Der Wolfgang möchte wissen, wo kämen wir denn hin, wenn alle so wie Sie leben würden? Einfache Antwort: in eine Welt, in der du diese Frage nicht stellen würdest, weil du auch so leben würdest wie ich, lieber Wolfgang. Einer Welt der Thüringer Duplikate, und das wäre eine ganz, ganz schreckliche Welt eigentlich. Eine Frage von Anonym: Was tut der wilde Gärtner gegen Wühlmäuse? Nichts. Kann auch was dazu sagen, ganz einfach deswegen, weil ich keine Wühlmäuse bei mir im Garten habe. Daher tue ich nichts dagegen. Wer plötzlich was dagegen zu tun, wenn sie nicht da sind? Probleme lösen wir dann, wenn sie da sind, nicht schon vorher. Die Stefanie möchte wissen, was ist denn der erste Gedanke, wenn du aufwachst? Gott sei Dank immer anderer. Schrecklich, wenn man jeden Tag in der Früh mit demselben Gedanken aufwacht. Und machen wir es vielleicht ein kleines Danke. Einfach so aufwachen und sagen, danke, wofür auch immer, einfach danke. Die Stefanie, vielleicht eine andere oder die gleiche: Was ist bei allem Verzicht etwas, das man dir nie wegnehmen dürfte? Also ich habe ja auf nichts verzichtet in Wirklichkeit, ich habe nur Werkzeuge getauscht, ich habe nichts. Ja. Und wegnehmen dürfen tut man gar nichts jemandem anderen, also gar nichts. Nicht einmal ein Kaugummi oder ein Mannerschnitten oder irgendwas, das tut man nicht. Einfach dem anderen was wegnehmen, man fragt vorher, darf ich das haben, darf ich es ausbauen, aber wegnehmen tut man gar nichts. Ja, gibt's ein Watschen. Nächste Frage von Anonym: Warum dreht sich die Sonne um die Erde? Ist es nicht eher umgekehrt eigentlich? Was wir jetzt wissen, wobei es ja für uns nichts ändert, weil wenn ich im Garten stehe, dann geht die Sonne immer noch im Osten auf und sie geht im Westen unter, aus meiner Wahrnehmung. Nicht? Auch wenn ich weiß, dass es anders ist, aber mir ist es wurscht, ganz normal. Der Kraus, ich nehme es der Familiennamen, der Herr Kraus: Ist Ihre praktizierte Askese von vielen modernen technischen Errungenschaften als allgemein gültiges Rezept brauchbar? Natürlich nicht. Ja, das ist mein Leben, meine Lebensgeschichte, die ich so gestalte. Für andere wäre es ein vollkommener Blödsinn. Die brauchen diese Dinge. Ja. Ja, also kann eh jeder machen, wie er will, solange er keinen Schaden anrichtet oder irgendeinem anderen stört dabei. Also ich störe, glaube ich, mit dem, was ich mache, niemanden. Zumindest bemühe ich mich. Der Valentin möchte wissen: Ist es einfacher, auf Dinge zu verzichten, die man schon hatte, als auf solche, die man sich noch nie leisten konnte? Wenn man schon was gehabt hat, dann weiß man, wie es ist. Das ist ein großer Vorteil. Wenn man was noch nicht gehabt hat und nur die Vorstellung von dem Ding im Kopf hat, ja, dann ist man geil drauf, dann hat man Bedürfnisse und die sollten dann befriedigt werden, natürlich. Wenn man es dann hat, kommt man ja meistens drauf, dass er Blödsinn war und dass er unnötig ist. Aber dazu muss man es halt oft haben. Ja, außer man vertraut jemandem, der sagt, das musst du eigentlich nicht haben. Die gibt es aber sehr selten, weil die meisten sind ja stolz darauf, dass sie was haben, auch wenn sie es nicht gerne haben, weil sie merken, dass er Schas ist, aber sich keinen Fehler eingestehen wollen und sagen deswegen, es ist super, dass man es hat, du solltest da das haben. Ja, das ist alles sehr kompliziert, ich weiß es. Die Ute möchte wissen: Und wie steigt man aus? Unterschiedlich. Bei der Straßenbahn vorsichtig, weil da ist ja oft so, dass dann Straßenverkehr ist. Bei der U-Bahn kann man einfach so aussteigen. Außerdem stehen voll die Lust davor, die das Aussteigen blockieren. Es gibt so Menschen, die nicht behindert haben, dass bei einer U-Bahn auch Menschen aussteigen und die sich genau wie die Dillos so vor die Tür hinstellen und du nicht vorbeikommst. Und prinzipiell muss ich dazu sagen, ich bin nirgends ausgestiegen, ich bin eingestiegen. Ich bin wieder eingestiegen in ein natürlicheres System als das, das wir uns gebaut haben. Eigentlich bin ich ein Systemeinsteiger und kein Aussteiger. Die letzte Frage von Anonym, und das sind wirklich ganz wichtige Fragen: Zu welchem Friseur gehst du? Zu gar keinem, meine Frau ist Haarschneiderin. Wo gehst du einkaufen? Unterschiedlich, je nachdem, was ich brauche. Motorradersatzteile in einem Motorradgeschäft, Lebensmittel im Bauernladen, DVDs in einem DVD-Geschäft zum Beispiel. Welches Auto fährst du? Fragezeichen. Und die Antwort steht auch gleich da: Citroën BX, 20 Jahre alt. Also eigentlich Frage unnötig, weil Antwort eh gewusst. Ja, der Anonyme. Ja, Gott sei Dank ist anonym. Also bei diesen Fragen würde ich auch gerne anonym bleiben. Gehabt euch wohl.